Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind wieder in den Gebirgspässen der Todeswinde. Und wir sind weiter, wir arbeiten weiter an der Quest. An der Pre-Quest für Karatan. Für den Schlüssel. Ich glaube, hier sind irgendwie diese Couch. Oh ja, wobei mir auffällt, wir müssen unbedingt unser Pet skillen. Große Ausdauer. Achso, können wir noch nicht. Okay. Knochen. Kommen wir auch noch nicht. Gut. Begleiter, wie viel fehlt denn noch? Okay. Bis dahin noch ein bisschen hin. Momentan kann er, glaube ich, nicht so viel. So, nix. Naja, gut. Ihr seht, sieht ja gut dadurch, dass ich ihn spotten kann. Musik hier ist ein bisschen komisch, ne? Kriegen lustigerweise auch kein Ruf oder so. Ich weiß, hier irgendwo ist ein Eingang. Ja. Aufzeichnen und so, das ist hier. Hier rein? Oh, ich vergesse das immer. Da muss man schon aufpassen. Muss man echt aufpassen hier. Dadurch, dass halt die Rüstung verringert ist bei dem. Dadurch, dass der quasi nicht geskillt ist. Ist das nochmal eine Ecke schwieriger hier. Aber ich würde sagen, das kriegen wir schon hin. Können wir erstmal die hier oben. Oder müssten wir da rein? Oh, wie gesagt, ich weiß das nicht mehr so genau. Ja, ich glaube, hier sind wir richtig. Gut, hier sind zwei nicht so das Problem. So. Das sieht doch gut aus. Also kriegt ungefähr 1000 pro Typ. Ja.
weiß nicht, ob es mir nur so vorkommt, aber wir machen recht viele Schaden. Wahrscheinlich kommt es mir nur so vor. Geben mir. Ach, verdammt. Ach, wahrscheinlich Rolle Ausdauer hier. Was haben wir noch? Rolle Int. Nicht mehr schmeißen. Schön. Gut, dann wir noch ein bisschen was Leckeres trinken was. Waffen wir uns so. Machen sie alle fertig. Aber wie ihr seht, ich kann ihn kann ihm alles mögliche an Buffs quasi geben. Ohne dass der einen den anderen überschreibt. Das ist das Tolle, noch ein PC. Weiter ein bisschen auf die EP. Vielleicht noch zwei. Und die Sache ist geritzt. GZ, GZ. So, jetzt kommen wir nämlich. Die Kacke verteilen. So, große Ausdauerung 11. Und knurren müssen wir. Knurren Rang 8. Ah, so, jetzt geht dann direkt schon besser. Die Punkte haben wir noch. So, nur 60 Punkte. Wie man mehr Punkte bekommen sollte. Ausbildungspunkte. Das ist mir ein Rätsel. Schon Widerstand da. Naturwiderstand, ne, Frost, Frostwiderstand haben wir das auch, Frostwiderstand. Noch 35 Punkte. Das brauchen wir nicht unbedingt, Vermeidung. Ah, da steht doch auch nochmal reduziert. Also neue Füße, die... Ich glaube, dadurch verlieren wir... Aggro, beziehungsweise verliert der Aggro. Da ist das nicht so prickly ducken. Ist auch nicht so prickly. Also das ist irgendwie Blödsinn, glaube ich.
Die Widerstände haben wir jetzt alle. Zwar nicht die besten, aber immerhin. Und wir haben die große Ausdauer. Und wir haben Knochen, ganz wichtig. Ganz wichtig. Beziehungsweise Spott. Ihr seht, wird dann schon etwas schwieriger, in die Akku zu bekommen. Ich sag mal so, wie ihr seht, direkt wieder. Ich habe noch gar nicht Dings gemacht, die Makros. Fällt mir da so ein, wo ich da so auf Spott rumhau. Wie kommen wir denn da runter? Na klar, wir können einfach runterspringen, aber... Ich habe, glaube ich, einen Weg irgendwie da runter. Ja, was? Ups. Könnte mich da runtergehen und die erste Messung durchführen. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach so runtergehe, hüpft unser lieber Freund nämlich auch einfach darunter. Beziehungsweise läuft den Weg und nimmt alles mit, was man mitnehmen kann. Ja, uncool. Wahrscheinlich so wenig Leben nur noch. Was essen? Ja, wird. Scheint hier ein bisschen auf und aufpassen. Wie gesagt, mit meinem Schaman bin ich ja so oft gestorben, weil ich halt alleine war. Schlecht, nicht schlechter, schlechter. Was hat mit die Trefferwertung mit? 39. Okay, nicht schlechter. Wir haben irgendwo den Kristall zum Aufzeichnen. Ja, die komische Wasserquelle oder nicht? Oder nicht? Oder müssen wir weiter runter? Oh, ich vergesse das jedes Mal. So, das haben wir geschafft. Die nächste Wasserquelle ist da hinten. Müssen wir dann aber noch in den anderen Bunker da rein. Den kann man ja auch rufen. Ha. Das wusste ich auch noch nicht. Das habe ich auch noch nie probiert. Oh Mann, sind wir gut? Sind wir gut? Also es war schon etwas anspruchsvoller damals mit den Pre-Quests und so. Und momentan, ich weiß nicht, ich habe schon ewig nicht mehr das Original gespielt, oder das aktuelle, wie das aussieht mit den Pre-Quests. Das letzte Mal hatte ich gespielt, kurz nach Release von Legion, da musste man noch quasi auch Pre-Quests machen, damit man... Oh, verdammte da. Damit man... Karatan mythisch machen kann. Ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile aussieht.
Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Das Geheimnis für den Kartenschlüssel. Hört sich gut an, ne? Finde ich auch. Ich würde sagen, wir sehen uns bis dann, und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und wir sehen uns auf Wiedersehen.